Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Ich war nicht auf dem Bundesparteitag der CDU aus rein persönlichen Gründen, aber ich bin der Jungen Union sehr dankbar, dass sie diesen Antrag eingebracht hat und damit eine Diskussion möglich und eröffnet hat, die ich für absolut notwendig halte und auch keineswegs rückwärtsgewandt halte. Denn es geht doch primär gar nicht darum, die doppelte Staatsbürgerschaft an sich in Frage zu stellen oder Beschlüsse, die dieser Bundestag in dieser Legislaturperiode gefasst hat, in Frage zu stellen oder abzuändern. Es geht doch in Wahrheit um eine Frage, und das ist der linken Seite dieses Hauses offensichtlich sehr unangenehm, ob man ein Gesetz, ob man eine Änderung nicht auch mal hinterfragen darf und muss. Sie fordern bei allen sicherheitspolitischen Gesetzen, die wir hier im Bundestag verabschieden, immer, es muss evaluiert werden. Nur bei diesem Thema, da scheuen Sie die Evaluation, da spüren Sie und da merken Sie, dass, wenn man das mal überprüft auf die Wirksamkeit möglicherweise, dass dieser Schuss dann für Sie nach hinten losgeht. Und meine liebe Kollegin Frau Barla, ja, Sie ja nun zum Glück auch nicht. Meine liebe Kollegin Barla ist jetzt nicht mehr da, aber vielleicht geben Sie es ihr dann weiter. Ich habe bei mir im Wahlkreis mannigfach Anrufe, Ansprachen bekommen von SPD-Mitgliedern und Wählerinnen und Wählern, auch von Grünen, die gesagt haben, Herr Brandt, setzen Sie sich dafür ein, dass das wieder zurückgenommen wird. Also wenn ich Generalsekretär der SPD wäre, dann wüsste ich, dass in der eigenen Partei auch solche Stimmen nicht nur da sind, sondern auch zunehmend laut werden. Und das ist, Herr Mutlow, etwas, was Ihnen wehtut, und deshalb schreien Sie, aber das nutzt Ihnen doch nichts. Sie müssen auch mal darauf schauen, was die Menschen vor Ort tatsächlich denken. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Diskussion sachlich und ruhig führt. Und der Kollege Günther Krings, aber auch andere, auch Sie, Herr Mutlow, im Übrigen, haben ja zu Recht auf Dinge hingewiesen, die man hinterfragen muss. Es gibt eben zunehmend viele Doppelstaatler in unserem Lande, und nicht nur Türken, sondern eben auch Menschen, die aus Russland kommen, die Kraft Gesetzes beide Staatsbürgerschaften behalten. Und wir stellen doch eins fest, die Länder, die ihre Bürger nicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen, das ist Russland und das ist auch die Türkei. Oder die geben sie ihnen dann wieder direkt zurück als Freifahrschein, sobald sie hier abgelegt hatten. Und zwar deshalb, Herr Mutlow, weil Ihr Präsident Erdogan, ich weiß ja nicht, ob Sie noch die türkische Staatsbürgerschaft haben, aber wenn Sie, ne? Aber jedenfalls alle, die türkische Staatsbürgerschaft noch haben, die können ja sagen, Ihr Präsident Erdogan. Der nutzt nämlich genau diese Situation für sich aus. Er macht in Deutschland Wahlkampf für die AKP und hat damit erreicht, dass 60% der in Deutschland lebenden Türken die AKP gewählt haben. Und deshalb ist, meine Damen und Herren, bei Rückkehr zur Sachlichkeit es geboten, diese Frage zu evaluieren. Und deshalb glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren, ich weiß nicht, weshalb Sie mich eher anrufen. Ja. Ich bitte jetzt mal um Ruhe. Ich habe die Uhr angehalten, Kollege Brandt. Ja. Und möchte hier an dieser Stelle anregen, bis zum Ende dieses Beitrages darüber nachzudenken, ob Sie eine Äußerung, die Sie gegenüber dem Kollegen Mutlow eben getätigt haben, korrigieren wollen. Das steht Ihnen natürlich frei. Und dann werden wir nach Abschluss der Debatte, das sage ich jetzt auch gleich schon, Erklärung entsprechend Paragraph 30 unserer Geschäftsordnung hier auch noch zur
Kenntnis nehmen. So, wenn wir jetzt die Debatte fortführen, mache ich darauf aufmerksam, dass überwiegend der Kollege Brandt jetzt das Wort hat. Natürlich das Instrument des Zwischenrufes damit nicht verboten ist. Und ich mache noch einmal darauf aufmerksam, da inzwischen auf der Besuchertribüne ein Wechsel stattgefunden hat, dass in diesem Format der Debatte es nicht möglich ist, mit Zwischenfragen und Bemerkungen zur Aussprache direkt auf entsprechend geäußerte Inhalte zu reagieren. Deshalb eskalierte hier wahrscheinlich jetzt gerade die Situation. So, wir fahren in der Debatte fort. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Mutlow, mit dem, was ich eben gesagt habe, wollte ich überhaupt nicht deutlich machen, dass ich Sie in Person und dass Sie als Person den Herrn Erdogan als Ihren Präsidenten ansehen. Aber ich wollte deutlich machen, das ist mir offensichtlich auch gelungen, dass diejenigen in Deutschland, die deutsche und türkische Staatsbürgerschaften haben und die Möglichkeit haben, den Präsidenten in der Türkei mitzubestimmen, dass die eben in einem Loyalitätskonflikt sind und dass diese Situation von Regimen wie das von Herrn Erdogan und auch von Herrn Putin ausgenutzt wird, um hier in Deutschland Politik zu machen. Wenn Sie sich dadurch beleidigt gefühlt haben, dann bedauere ich das. Das war nicht meine Absicht und entschuldige mich da bei Ihnen. Aber eins ist doch ganz klar. Das ist der Punkt, über den wir in den nächsten Jahren nachdenken müssen. Kann es richtig sein, dass immer mehr Menschen in Deutschland leben, die in diesem Loyalitätskonflikt stehen? Oder müssen wir da nicht Schranken einbauen? Das sollte Diskussion in den nächsten Jahren sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2017. Danke schön, Frau Präsidentin. Die Aussprache ist beendet. Ich erteile entsprechend unserer Geschäftsordnung